Здравствуйте, дорогие друзья. Einen wunderschönen guten Tag für alle. Я хотел бы рассказать некоторые вещи, которые касаются концепции человека. Ich möchte ein paar Dinge erzählen, die einen Menschen betreffen. Его развитие и самосовершенствование. Die Entwicklung eines Menschen und seine Vervollkommnung. Надо сказать, что мы живем в век научно-технического прогресса. Wir leben in einer Zeit, wo unwahrscheinlich viele wissenschaftlich-technische Entdeckungen passieren. И естественно, нас окружает не совсем положительная среда обитания. Und um uns herum ist nicht unbedingt ganz positive Umgebung. Однако, тогда где спасение человека от всего окружающего мира, от всех излучений, негативных воздействий и так далее? Und diese Rettung von allen negativen Einrichtungen und von negativen Menschen und alles, was so negativ wirkt. Конечно, надо обратить внимание на себя, в первую очередь. In dieser Zeit sollen wir unbedingt eine Aufmerksamkeit zu sich selbst richten. Потому что внутри нас есть целый мир, целая вселенная. Weil in uns drin gibt es die ganze Welt, das ganze Universum. И человек представляет из себя модель мира, имеет все излучения, все микроэлементы, которые есть в периодической системе Менделеева. Und ein Mensch ist auch eine Weltmodell. Mit allen Mikroelementen, mit allen chemischen Elementen und Bestandteilen, was auch die Welt hat. Поэтому лучшего прибора, чем человек, природа не создала. Deswegen man kann sagen, besseres Gerät als der Mensch gibt es nicht. И, соответственно, надо уметь пользоваться тем, что нам дала природа. Und wir sollen lernen und bedienen können dieses Gerät oder das, was uns die Natur geschenkt hat. А дала она нам очень многое. Und die Natur hat uns ganz viel gegeben. И вот это многое, оно заключается в том, что мы начинаем познавать себя, познавать те возможности, которые внутри нас есть. Und wenn wir in diese Richtung schauen, dieses viel führt dazu, dass wir beginnen, uns sich selbst kennenzulernen. Потому что надо посмотреть, как устроен человек и как он общается с окружающим миром. Wenn wir anschauen, wie ein Mensch aufgebaut ist und wie kommuniziert der Mensch mit seiner Umwelt. В первую очередь, когда мы смотрим на проблемы, связанные со здоровьем, проблемы, связанные с окружающей средой. Wenn wir anschauen die Gesundheitsprobleme oder die Probleme, die auftauchen durch die Kommunikation mit der Umwelt. Надо обратить внимание, что вся информация она хранится на наших клетках, на нашей энергетической оболочке. Es soll bekannt werden oder verstanden werden, dass die ganze Information wird aufbewahrt in unseren Zellen oder auf der Zellmembran. И вся информация записана не на нейронах мозга, а в энергоинформационном поле мозга. Und die ganze Information liegt nicht in unserem Gehirn und Gehirnzellen, sondern in einem Energieinformationsfeld des Gehirns. Понятно, что всем в организме управляет центральная нервная система, головной мозг. Und das ist klar, dass unser Körper gesteuert wird vom zentralen Nervensystem, vom Gehirn. И много различных программ, которые определяют наше поведение, мировоззрение и так далее, наши ощущения. Und vieles, was unsere Reaktionen, Empfindungen und Gefühle steuert, das sind unsere Gefühle und Empfindungen. И вся информация, которую мы получаем с детства, она дается нам в виде слов. Die ganze Information, die wir bekommen seit Kindheit an, wird uns in Form von Wörtern gegeben. И вся эта информация, она записана на уровне сознания и подсознания. Und diese ganze Information wird aufgeschrieben und aufbewahrt auf der Ebene des Bewusstseins und Unterbewusstseins.
когда начинается болезнь, то вот эта связь между центральной и периферической нервной системой, она нарушается. Wenn ein Mensch krank wird, das ist ein Zeichen, dass diese Verbindung verloren gegangen ist, Verbindung energetische zu dem physischen. Более 20 лет я изучаю системы самовосстановления, саморегуляции организма. Ich beschäftige mich über 20 Jahre mit den Systemen der Selbstregulation und des Selbstaufbau. Я постоянно сам обучаюсь и обучаю множество людей в разных странах. Ich lerne immer selbst weiter und ich unterrichte weltweit in verschiedenen Ländern. И, соответственно, учу их пользоваться вот этими возможностями, которые в нас заложены. Und ich bringe bei, wie ein Mensch diese Fähigkeiten, die in ihm reingelegt sind, benutzen kann. Потому что на Дельфийских вратах было есть такая надпись: «Человек, познай себя, кроме тебя ничего нет». Es gibt so einen Spruch: Mensch, lerne dich kennen, Größeres und Besseres gibt es nicht. И, соответственно, когда мы знаем, что вся информация, она записана в виде текста, в виде слов, передается нам, то мы можем этой информацией пользоваться и уметь восстанавливать себя. Wenn wir das annehmen und wissen, dass die ganze Information wird in uns aufgeschrieben in Form von Wörter und Bilder, wir können das benutzen. То есть слово, которое себе человек говорит, повторяет, вводит эту программу, то есть нормирует свой организм. Man kann durch das Wiederholen von Wort oder Wörter sich selbst zu Norm bringen. Оно оказывает воздействие на все процессы, протекающие в организме. Man kann mit dem Wort auf alle Prozesse, die im Körper verlaufen, einwirken. То есть можно и нужно восстанавливать, уметь восстанавливать себя. Und das sollen wir machen können. Das heißt, der Mensch soll selbst können, sich aufzubauen. Причем восстановление касается нескольких уровней. Und diese Selbstaufbau gibt es auf den verschiedenen Ebenen. То есть это уровень нашего организма. Zuerst die körperliche Ebene, grobstoffliche Ebene. Поэтому программы, которые человек создает, образы, да, они напрямую воздействуют на физиологию. Deswegen die Programme, die man sich selbst geben kann, in Form von Worten und Bildern, man kann damit sich selbst aufbauen. Включает управление биохимическими процессами. Man kann die Biochemie im Körper starten und steuern. То есть это мы неоднократно проверяли, люди, которые занимаются этим. Und das haben wir auch nicht einmal geprüft. Und auch viele Menschen haben das auch geprüft. Поэтому, когда вы правильно обращаетесь к себе, правильно направляете мысль внутрь себя. Deswegen ist es sehr wichtig, wenn wir richtig mit sich selbst kommunizieren, wenn wir richtig denken. Может вытащить себя из любой болезни, как Мюнхгаузен, который за волосы себя из болота вытаскивал. Kann der Mensch sich selbst aus beliebiger Krankheit rausholen, so wie ein Baron Münchhausen, der sich selbst an Haaren gezogen hat und aus dem Sumpf rausgekommen ist? У нас есть такая поговорка. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Es gibt so einen Spruch in Russisch, es ist jetzt in Deutsch schwer zu sagen. Auf jeden Fall, wenn jemand, der unter dem Wasser geht, runtergeht, soll sich selbst retten. Das ist seine Sache. Gut, müsste jetzt auch gehen eigentlich. Поэтому, если посмотреть, чем отличается лечение, например, животных и человека, was ist der Unterschied in der Behandlung von einem Tier und von einem Menschen? То у человека есть сознание, интеллект, есть те параметры, которые у животных отсутствуют. Ein Mensch hat Bewusstsein und hat Intellekt. Das ist das, was unterschiedlich zu den Tieren ist. А нас лечат как животных. Разница, даже животные иногда лучше знают, чем человек, чем лечиться. Und leider, wir werden behandelt in der Medizin genauso wie die Tiere. Oder sogar man kennt und weiß über die Tiere mehr als über einen Menschen. Поэтому проблема современной медицины то, что она не использует сознание человека, его внутренние способности. Das Problem der modernen Medizin, dass Medizin das Bewusstsein eines Menschen nicht benutzt. При определенной концентрации
мысль может быть лучом лазера, скальпелем хирурга и самым лучшим лекарством. In Wirklichkeit unser Gedanke kann bei der bestimmten Konzentration und Dichte genauso stark und scharf werden wie ein Laserstrahl. Поэтому, когда мы учимся восстанавливать себя, значит, и это делаем, и это происходит. Wenn wir lernen, sich selbst aufzubauen, und wir machen das, und das geschieht, это дает человеку свободу, уверенность в себе и в завтрашнем дне. Das bringt dem Mensch die Freiheit, die Sicherheit in der Zukunft. Это первый уровень, когда мы идем и начинаем понимать себя, свою психику, физиологию, свою энергетику. Das ist die erste Ebene, wo der Mensch beginnt, sich selbst zu verstehen, eigene Psyche, eigene Körper und eigene Energetik. И тогда люди восстанавливают себя после тяжелейших катастроф и вытаскивали себя из тяжелейших болезней. Und dann ist es möglich für einen Menschen, sich selbst zu helfen, auch nach ganz schweren Katastrophen, Unfällen und Krankheiten. Когда современная медицина это сделать не могла. Wo die moderne Schulmedizin nichts mehr helfen kann. И, соответственно, следующий уровень – это развитие своих энергетических способностей. Zweite Ebene, die auch jeder Mensch sich entwickeln kann, das ist die Entwicklung von den energetischen Fähigkeiten. Это как раз тот уровень, когда человек, работая с собой, начинает воздействовать на окружающий мир. Das führt dazu, wenn der Mensch an sich arbeitet, er kann damit auf die Umwelt einwirken. То есть как человек имеет все спектры излучений. Ein Mensch hat alle Arten von Ausstrahlungen. Мысль человека – это излучение определенной частоты. Die Gedanken von einem Menschen, die haben eine bestimmte Schwingung. Которая мгновенно достигает любой точки Вселенной. Das ist nachgewiesen, dass unseren Gedanken kann sofort beliebige Entfernung erreichen. Итак, мы можем ее направлять вовнутрь и восстанавливать себя. Und wir können mit unserem Gedanken so arbeiten, dass wir Gedanken zu uns in den Körper schicken und sich selbst aufbauen. И можем с помощью мысли, с помощью специальных упражнений. Und mit bestimmten Übungen können wir формировать энергетические структуры, поля излучения. Energetische Felder aufbauen, energetische Strahlen aufbauen. И нейтрализовывать любые воздействия негативные окружающей среды. Und damit können wir mental einwirken auf die beliebige negative Einwirkungen, die von außen auf uns zukommen. Поэтому, работая с собой, мы переходим на внешнюю среду. Deswegen, wenn wir mit sich selbst arbeiten, wir kommen auf die Ebene, auf die äußerliche Ebene. И с помощью специальных энергетических упражнений, это практики достаточно простые. Und das ist eine ganz einfache Praxis, diese Übungen. Человек начинает выстраивать вокруг себя то пространство, где ему комфортно и безопасно. Das führt dazu, dass ein Mensch oder jeder Mensch kann um sich herum so eine Umwelt, einen Raum aufbauen, wo er sicher und ohne Gefahr leben kann. Таким образом формируется среда обитания и пребывание человека на Земле. То есть, если много людей занимается, много людей владеет этими способностями, то тогда легче становится жить в этом мире. Und auf diese Art und Weise bildet sich eine andere, neue Umwelt um den Menschen. Und je mehr Menschen das machen, üben und so leben, das wird dazu führen, dass die ganze Welt sich verändert. Потому что если у вас нет энергии, то вы, ну, просто знаете, а сделать ничего не можете. Und wichtig, dass der Mensch auch Energie hat. Weil wenn wir viel wissen und viel können und Energie nicht haben, dann können wir auch wenig was bewirken. И поэтому энергетические нарушения, они бывают разные, они бывают такие, что надо вначале их убрать, затем перейти уже к следующему этапу. Там, например, es gibt sehr verschiedene energetische Störungen und man soll zuerst die energetischen Störungen wegmachen, entfernen, damit man zu dem nächsten Schritt gehen könnte. И когда вы это уже можете, умеете это делать, und wenn man das machen kann, то вы можете помогать другим людям, dann, очень быстро восстанавливаться. Wenn jemand sich selbst aufbauen kann, dann kann dieser Mensch den anderen Menschen helfen und die anderen Menschen aufbauen.
То есть вы можете, используя энергетический потенциал, свои возможности, durch das Benutzen von eigenem Energiepotenzial und von eigenen Fähigkeiten, помочь людям понять себя в первую очередь. Zuerst können wir den anderen Menschen helfen, sich selbst zu erkennen, sich selbst kennenzulernen. Включить в них те механизмы саморегуляции, которые в каждом из нас есть. Und wir können dem anderen helfen, die Selbstregulationsmechanismen einzuschalten, die der Mensch dann braucht. Поэтому мне приходится работать как с отдельными людьми, так и с большими массами энергии. Ich arbeite in meiner Praxis wie mit einzelnen Menschen, genauso mit den Gruppen und Massen. И мы смотрели, как идет, например, восстановление окружающей среды, как происходит ее восстановление. Und auch ich kann arbeiten mit dem Aufbauen von der Umwelt, wie man die Umwelt verbessern kann. Потому что я живу в таком городе, крупном металлургическом, где крупное металлургическое предприятие. Ich lebe in einer Stadt, wo ganz, ganz viele Produktionsbetriebe aus der Metallurgie stehen. Элементы таблицы Менделеева в воздухе, тяжелые металлы. Und in meiner Stadt, in der Luft, gibt es die komplette Tabelle von Mendeleev. So viele Ausdunstungen und Verschmutzungen gibt es in der Stadt wegen der Metallurgie und Maschinenbaubetrieben. Посмотрели, что если группа людей собирается, там 10-20 человек, да, например. Und wir haben eine Gruppe von Menschen, 10 bis 20 Personen. Мы проводили такой эксперимент, что меняется количество выбросов в меньшую сторону, то есть уменьшается как бы выбросы и нормализуется среда обитания, то есть экология приходит в норму, экологическая составляющая. Und wenn wir mit dieser Gruppe zusammenarbeiten in die Richtung Ökologie und Verbesserung der Weltverschmutzung, es gibt reale Fakten, dass tatsächlich die Verschmutzung, was aus den Betrieben rausgeht, viel kleiner wird und die Belastung auf der Erde viel weniger passiert. Поэтому человек может жить в любых условиях. Und der Mensch ist so vielseitig und unikal. Der Mensch kann in ganz verschiedenen Lebensbedingungen leben und überleben können. Ein Mensch ist so gebaut, dass er alles Mögliche essen kann, alles Mögliche trinken kann und trotzdem gesund bleiben kann. И в любых излучениях электромагнитных ему, в общем-то, нормально. Und ein entwickelter Mensch kann auch in der beliebigen Belastung von elektromagnetischen Wellen leben. То есть это один из таких методов, когда вы становитесь свободными от того, что есть вокруг. Das heißt, es gibt Methoden, die uns komplett frei machen können von diesen ganzen Einwirkungen und Belastungen, die auf uns wirken. Поэтому это то, что я на своих курсах рассказываю. Вот тут там есть флаеры, вы можете посмотреть, если вам интересно. Придете, я вам расскажу более подробно. Und wenn jemand sich interessiert für diese Möglichkeiten, für diese Übungen und Methoden, ich unterrichte das in Deutschland auf meinen Seminaren und die ganzen Seminare sind im Flyer. Das kann man auch dann, wenn man will und Interesse hat, einfach holen und mitnehmen. Ну, я в основном практик, так, я долго философствовать не люблю. Aber ich rede nicht so viel und ich bin mehr ein praktischer Mensch als ein Philosophe. Поэтому перейдем к практике. Deswegen wir gehen zu der Praxis rüber. Я хочу сказать, что очень рад тому, что вижу много своих слушателей, которые побывали в разных городах и Германии, и Швейцарии, и Австрии. Вот здесь я вижу Zuerst, ich möchte jetzt meine Freude aussprechen. Ich sehe jetzt hier viele Gesichter aus Deutschland, Schweiz, Österreich, die schon auf meinen Seminaren gewesen sind. Поэтому для остальных, значит, мы и те, кто присутствует в зале, мы сделаем такое упражнение небольшое. Jetzt machen wir für alle, die jetzt hier sitzen und die das machen möchten, eine kleine Übung. Ну, чтобы посмотреть, как, что такое энергетика, как ее попробовать, вот, как ощутить. Was ist das eine Energie? Wie kann man die Energie spüren oder berühren?
Давайте сделаем вот такое небольшое упражнение. Wir machen eine kleine Übung. Потрём руки. Die Hände reiben. Вот так хорошенько. Gut reiben. Взбодримся немножко. Ein bisschen sich aufwärmen. А то уже засыпать, я смотрю, стали. Sonst sieht, dass manche schon einschlafen nach der Mittagspause. Ja, хорошо. Теперь вот так, смотрите, поставьте ладони навстречу друг другу. Jetzt bitte stellen Sie die Hände so, dass die zueinander gedreht sind, parallel. Und machen Sie Bewegungen so, Bewegungen aufeinander. Und spüren Sie, was ist zwischen den Händen. Es ist individuell, aber man spürt etwas, entweder Stiche oder eine Dichte oder Wärme oder Frische oder Prickeln. И возьмите правой рукой вот und так jetzt пальцы, mit der rechten Hand strecken Sie ihre Finger und strahlen Sie auf die linke Hand. И представьте, что у вас из пальца выйдут лучи. Stellen Sie sich vor, dass aus den Finger der rechten Hand gehen die Strahlen in die linke Handfläche. И вот так вот, und malen Sie ein bisschen руки, сделайте такие движения. Um die linke Hand, ohne die zu berühren. Чувствуете, spürt да? man was? А? Пошла. Spüren Sie die Energie, wie sie fließt, отводите, weiter да? und machen Sie jetzt die Entfernung, der Abstand größer zwischen zwei Händen ближе, und dann noch einmal näher. Вот und man kann, jeder Mensch kann das spüren, mehr oder weniger diese Ausstrahlung aus der Hand zu der anderen Hand. Есть, да, чувствуете? Spürt jeder? Ну, так это простое упражнение. Das ist ganz einfach. Это я вам не для того, чтобы вы это многие знаете. Viele von Ihnen natürlich sind schon Meister in dieser Übung. Руки, то есть, поставьте ладони теперь на меня, напротив. Und jetzt richten Sie Ihre Hände zu mir. Вот, ваши ладони приемные антенны. So, stellen Sie sich vor, oder dass Sie einfach wissen, Ihre Hände sind jetzt die Aufnahmeantennen. Aufnahme. Ладони, это излучатель. Und meine Hand wird jetzt senden. Вот сейчас я проведу ладонью, да, и прикоснусь к вашим ладоням на расстоянии. Jeden berühren auf die Ferne. Вот смотрите. Spüren. So, es reicht. Почувствовали, да? Haben Sie was gespürt? Руки, кто почувствовал? Wer was gespürt hat, bitte die Hand hoch zeigen. Ну, молодцы, супер. Вот приятно работать в Германии. Sehr angenehm in Deutschland zu arbeiten. Очень чувствительные люди, такие sehr, ответственные. Sehr feinfühlige Menschen, молодцы. Sehr feinfühlig. Значит, это такой опыт энергетический небольшой. Das war jetzt eine ganz kleine energetische Erfahrung. Значит, мы еще, ну вот это вот небольшие такие упражнения делаем, и есть такой курс, например, саморегуляции, самовосстановления, трансовой медицины. Ich habe verschiedene Seminare, wo man verschiedene praktische Übungen macht, zum Beispiel energetische Selbstregulation, Transmedizin. Когда можно например, нормировать работу нашего организма. Wo wir lernen, unser Körper zu Norm zu bringen oder zurück zu bringen. И привести ее в порядок за очень короткое время. Und wir lernen, das, das zu machen in einer ganz kurzen Zeit. Ну вот взять, например, такую проблему, связанную с аллергией. Zum Beispiel Allergien, verschiedene Art. Это нарушение работы иммунной системы. Das ist eine Störung in einem autonomen Immunsystem. Естественно, когда человек страдает от того, что не может есть какие-то продукты питания, ему очень некомфортно жить. Und das ist klar, wenn jemand etwas nicht vertragen kann, ist allergisch zum Beispiel gegen bestimmte Lebensmittel, diese Menschen sind nicht frei. Поэтому я сейчас вам покажу, как, например, происходит восстановление по этой системе, связанной
с аллергией. Und ich kann zum Beispiel heute vorführen, wie kann man sich selbst heilen, aufbauen, zur Norm bringen, wenn man Allergie hat. Ко мне приезжали люди с разных районов Германии, со Швейцарии, с Австрии. Отовсюду едут, да? Zu mir kommen die Menschen aus allen möglichen Ländern. Aus Deutschland, Schweiz, Österreich. Ну, это информационное нарушение, в первую очередь. Und ich möchte einfach sagen, dass man versteht, Allergieerkrankung, das ist zuerst eine Informationsstörung im Körper. Мы не просто едим что-то, да, пьем что-то. Мы работаем с информацией, в первую очередь. Man muss verstehen, wir essen nicht einfach etwas und wir trinken nicht einfach etwas, sondern wir arbeiten und wir nehmen irgendwelche Informationen auf. Поэтому в программу, ну, вот какая-то эта информация не вписалась, то есть она имеет свои последствия для человека. Das heißt, die Menschen, die Allergien haben, bei denen dieses Aufnahmeprogramm von diesen Informationen ist irgendwie falsch gesteuert, ist etwas, was nicht reinpasst, ist dabei. Я помню первую реакцию людей, когда вот мы вот так проводили семинары, и, например, человек не пьет кофе. Капучино, да? Zum Beispiel ein Beispiel aus dem Seminar, ein Mensch konnte kein Milchkaffee oder kein Cappuccino trinken. Ну и после вот после как раз лекции, потом на перерыве люди выходили, пили кофе и ничего с ними не случалось. Und dann nach der Arbeit, nach meiner Methode oder nach meinem System, in der Pause diese Seminarteilnehmer konnten ganz normal Milchkaffee trinken und die hatten keine allergischen Reaktionen mehr. Или не могли есть сыр. Oder вот. Wenn jemand keinen Käse essen konnte. Одна француженка, она вообще во Франции родилась, живет в Германии. Ich hatte eine Teilnehmerin oder ich habe eine Teilnehmerin, sie ist Französin und sie wissen in Frankreich, die Leute lieben Käse zu essen und sie war allergisch gegen allerlei von Käsesorten. И она очень любит сыр, но она und с детства ihr Lieblingsgericht хотела, war сыр, Käse. Не могла. Я weiß es nicht, ob die Dame jetzt hier im Saal ist. Когда мы с ней пять минут поработали. Ich habe mit ihr 5 Minuten gearbeitet. Она до сих пор сыр ест. Sie isst bis jetzt Käse. Sie konnte gar nicht Käse vertragen. Это достаточно просто. Das ist ganz einfach, ganz einfache Methode. Вот. Но давайте, мне надо несколько человек, у которых аллергия. Послушайте, на что. Ich brauche für die Vorführung Personen, die Allergie haben. Und man braucht Allergene. Wir haben im Moment 2 Allergene da. Да, у нас, wir haben Milch, weil man braucht für die Methode Allergene. Das heißt, wenn jemand Milchunverträglichkeit hat, Milch haben wir da. Oder wenn jemand Weißmehl, Glutenunverträglichkeit hat, weiße Brötchen haben wir auch da. Ну wie, вот, wie gesagt, wurde eckige weiße, eklige weiße Brötchen. Мы все продукты не можем. Да, пожалуйста, выходите сюда, кому нужно. So, wenn jemand, es gibt keine Garantie, aber schlechter wird es nicht, wenn jemand seine Allergie wegbekommen will, bitte auf die Bühne. Milchallergie oder Weißmehl, Weißbrotallergie. Остальные, кто не попадет на сцену. Ну, например, вы не вышли по каким-то причинам, не попали. Wenn jemand das hat, aber irgendwie will nicht oder hat Angst, auf der Bühne zu stehen. Вы в этот момент, когда я буду, пожалуйста, вот, встаньте. Вы в этот момент, einfach когда, kommen auf die Bühne, je mehr, когда я буду besser. Проводить, значит, работу с людьми, вы закройте глаза и подумайте о себе, что у вас это происходит то же самое. Ну, а если у них есть, ну, скорее всего, нет, пусть посмотрим. Die Personen, die auch Milchallergie haben oder Weißbrotallergie und jetzt nicht auf die Bühne kommen möchten, sie können während dieser praktischen Übung einfach die Augen schließen und mit dabei sein. Und wenn sie danach austesten möchten, ob das gewirkt hat, wir haben hier Milch und Brötchen oder in der Pause, das kann man auch machen. Auf jeden Fall, wenn jemand sich nicht zeigen will, dann ist auch möglich. Значит, для работы с аллергией мы используем специальное состояние саморегуляции. Es gibt so viel Geräusche, es sind Fragen da oder Wünsche. Что?
So bitte, wir können die Frage wiederholen, weil man hört leider hier auf der Bühne nicht. Was wurde gesagt, Herbert? Männer? Ja, die Männer sind, die sind immer schüchtern. Vielleicht müssen wir die hypnotisieren. Die Frauen sind immer im Vorderfront, das ist doch normal. Мужчины женщинам уступают дорогу. Ну что, они джентльмены. Мужчины женщинам дорогу уступают, они джентльмены. Und es ist bekannt im Osten, ein Mann gibt immer den Weg frei einer Frau. Здесь все достаточно просто. Значит, я покажу вот это упражнение. Но на курсах мы изучаем более подробно, то есть как это состояние использовать. Это достаточно быстро, но у нас сейчас другая цель – показать, как работает метод сам по себе. Ich werde jetzt nicht die ganze Theorie erklären, das kommt auf den Seminaren. Ich möchte einfach das einfach kurz zeigen, wie die Methode funktioniert. Значит, сейчас мы начнем с того, что я спрашиваю, на что аллергия в первую очередь. So, ich werde zuerst befragen, gegen was ist die Person allergisch? Белая мука. Молоко. So, man muss jetzt die Allergene verteilen. So, wer hat auf Weißmehl Allergie? Bitte kommen zu den Brötchen. Und Milch, so Weißmehl auf die rechte Seite, Milch auf die für uns linke Seite, für euch rechte Seite auf der Bühne. Teilt euch bitte in die zwei Gruppen, sonst. So, die, die alles haben, in der Mitte stehen. So, ein paar Männer haben wir. Ich habe beides. Ja, einfach in der Mitte. Sie nehmen dann Brot und Milch, beide Allergene. Das ist alles Milch. Nehmen Sie bitte, es gibt hier kleine Gläschen mit Milch. Ultra hoch erhitzt, länger haltbar. So ein bisschen müssen wir abwarten, bis die Giftstoffe verteilt sind. Одна женщина приехала... последний раз стоят на сцене. Нет. Одна женщина приехала, у нее набор был продуктов, она не могла вообще есть то, что готовила своей семье. Wir hatten eine Frau gehabt, sie konnte fast gar nichts mehr essen. Потом мы с ней поработали, она стала есть и готовить вместе со своей семьей, это было для нее огромное счастье. Und sie konnte mit der Familie gar nichts mehr essen. Und nach der Arbeit mit dieser Frau, nach einer kurzen Zeit, sie war für alle Mittel frei, das heißt grünes Licht, und sie hat richtig geweint, als sie das erste Mal am Tisch mit der ganzen Familie essen konnte. Normalerweise, ich muss wissen, was der Mensch, wie seine Allergie sich äußert. Was passiert, wenn diese Person, die jetzt gegen etwas allergisch ist, was passiert danach, wenn sie diese Person, dieses Essen oder dieses Getränk zu sich nimmt? Wie ist es bei Ihnen? Was passiert, wenn Sie Weißbrot essen? Ist es okay, wir stehen mit dem Rücken? Dann kriege ich Magen- und Darmkrämpfe nach einer halben Stunde. Magen- und Darmkrämpfe nach einer halben Stunde. Значит, у нее идут боли и судороги в животе. Gut, bei Ihnen. У нее после молока понос. А после хлеба не может дышать. У нее закрывается нос. Понос. Soll ich das übersetzen? Можно это говорить?
So, dann vielleicht ganz kurz. Ja, meistens Durchfall oder Atemnot oder verstopfte Nase. Geht die Stimme weg, die Stimme wird Häuser, wird belegte Stimme. Durchfall, noch einmal. Also Durchfall, Herzklopfen. Also ich habe Durchfall, Herzklopfen bis hin zu allergischen Schockzuständen und sehr starke urtikarielle Reaktionen, also eine sehr starke Histaminausschüttung. Er wird mit Ihnen extra arbeiten, weil Sie sehr, sehr starke Wirkungen bekommen. Deswegen, Sie sollen erst sitzen. Weil da braucht man für die Leute, die ganz viele allergische Reaktionen haben, bis zum Atemnot und Herzstillstand, muss man anders arbeiten. Auf jeden Fall Herpesvirus und Verschleimung. Als Kind schon auf Ziegenmilch immer reagiert und mit Blähung und auch Herpesausfall und starke Verschleimung, ja. Ich spüre auch die Verschleimung und Stunden später richtig, ich wache sogar nachts davon auf, dass ich dann richtige Darmkrämpfe habe. Das gleiche, Magenkrämpfe und Durchfall. Bei mir ist es nicht so sehr ausgeprägt. Das ist halt Bauchschmerzen, wenn ich mehr davon konsumiere, wenn ich mehr trinke oder esse. So, wichtig bei dieser Methode, beide Füße zusammen, Ferse und Zehenspitzen zusammen. Nicht wie im Ballett stehen, sondern richtig parallel und die Füße sind zusammen. Es gibt System, das uns ermöglicht, ganz, ganz schnell sich selbst aufzubauen. Das ist Selbstregulationssystem, was bei diesem Selbstregulationsseminar gelernt wird. Wir lernen verschiedene Körperzustände, bis wir unseren Körper steuern können. Ich werde jetzt jedem helfen, in diesen Steuerungszustand reinzukommen. Das ist ein bestimmter Konzentrationszustand. Und das ist keine Hypnose. Nicht verwechseln mit der Hypnose. Jeder steht komplett voll da, Augen sind geöffnet, kein Mensch schläft. Und am Anfang mache ich das und das kann jeder Mensch lernen und kann jeder Mensch für sich selbst anwenden. So, die Hände sollen entlang vom Körper sein. Bitte in das Zentrum der Hand schauen und bei der Zahl 3 die Augen schließen. Das kann jeder selbst machen, wenn man dann anstatt Hand einen Punkt auf der Wand verwendet. Bis 7 werde ich zählen und bei 7 die Augen schließen. 7. Er sagt einfach 7, das ist schon erledigt. Die Hände immer entlang vom Körper, schauen Sie in die Hand und bei 7 Augen schließen. 7. Bleiben Sie mit geschlossenen Augen und halten Sie einfach Allergien. 7. Lassen Sie die Augen geschlossen. 7. Immer schauen ins Zentrum der Hand, Hände zusammen. Schauen in die Hand. 7. Augen geschlossen lassen.
Augen geschlossen lassen, damit der Zustand weiter bleibt. Und jetzt bitte Aufmerksamkeit auf meine Wörter. Ab jetzt befindet sich jeder in dem Zustand der Selbstregulation. Und es passiert eine sofortige Steuerung des eigenen Körpers. Das, was ich jetzt sagen werde, soll jeder von euch für sich selbst mental wiederholen. Und dann das Programm, was ihr jetzt ausspricht, wird euch lebenslang helfen. Bitte mental jedes Wort nachsprechen. Ich bin gesund. Mein Immunsystem funktioniert ausgezeichnet. Die Schutzfunktionen von meinem Körper sind gestärkt. In meinem Körper bilden sich spezielle Antikörper, die zerstören alle Allergene in meinem Blut. Und mein Körper nach dem Essen oder Trinken von der Milch oder Brot fühlt sich mit einer neuen positiven Energie und positiven Information, weil alle Lebensmittel, das ist die Verbindung mit der Umwelt. Brot ist aus dem Getreide und Getreide bekommt Energie von der Erde und von der Sonne. Genauso die Milch. Die Milch hat alle notwendigen Spurenelemente, Mineralien und Vitamine. Das ist ein Teil der Natur. Das ist ein Teil der Welt, in der ich lebe. Das heißt, ich baue die Verbindung zwischen mir und der Welt auf. Und ab jetzt Brot und die Milch beim Essen und Trinken hervorrufen nur die positiven Reaktionen in meinem Körper. Meine Atmung wird dadurch noch besser. Die Schleimhäute von meinem Nasenrachenraum, von meinen Bronchien normalisieren sich, bauen sich auf. Meine Haut wird glatt und rein. Und ich fühle in mir die Kraft und die Energie der Natur. Und diese Kraft und die Energie hilft mir, mich sich selbst aufzubauen. Ab diesem Moment für immer. Jetzt bitte die Augen geschlossen lassen. Bitte die, die Brot haben, Brot essen. Die, die Milch haben, Milch trinken. Die, die beides haben, beides zu sich nehmen. In diesem Moment, was passiert? Warum machen wir das? Es schaltet sich jetzt ein Reflex im Körper ein. Wenn man in diesem Zustand trinkt und isst, diese Information ist im Körper aufgeschrieben. Und in zu jeder anderen Zeit. Und in der Zukunft, wenn diese Person diese Nahrungsmittel oder Getränke zu sich nehmen wird, wird im Körper nur das Positive geschehen. Schauen Sie, mit welcher Freude nimmt Ihr Körper jetzt das, was Sie essen oder trinken, auf. Das ist ein ganz, ganz toller innerer Zustand. Merken Sie bitte diesen körperlichen Zustand. Und dieser körperliche Zustand bleibt mit Ihnen für immer.
Und diese Information, die jetzt ausgesprochen wurde, wird aufgeschrieben auf der Bewusstseinsebene und auf der Unterbewusstseinsebene, auch auf der Ebene der biologischen Selbstregulation. Und diese Information startet alle Selbstaufbauprozesse und Mechanismen im Körper. Und das arbeitet und funktioniert konstant, immer. Jetzt werde ich bis drei zählen und Augen bitte erst dann öffnen, wenn ich die Stirn berühre. Schütteln Sie bitte die Hände, ein bisschen springen. Wunderbar. So. War jetzt jemand in einer Hypnose oder kann jemand sich selbst nicht merken, erinnern? Viele haben immer wieder Augen geöffnet. Waren alle dabei, voll dabei? Haben Sie alles gespürt und gefühlt und gehört? Wie fühlen Sie sich jetzt gerade selbst? So, wir warten auf die Informationen von Ihnen. Das heißt jetzt nicht, dass jetzt Ende ist. Ja, wir haben jetzt was gemacht und jetzt alles erledigt. Sie können gerne zu Aranya-Zentrum schreiben, wie fühlen Sie sich, wie ist Ihr Zustand. Und wir würden das gerne dann präsentieren. Und jeder von Ihnen kann das nachlesen auf unserer Homepage. Oder einfach heute, wir haben jetzt noch einen langen Tag vor uns, wenn jemand in der Pause etwas schon mitteilen möchte, können Sie gerne machen. Vielen Dank. Das war eine Frage. Was wurde gefragt? Was machen wir denn mit den anderen? Можно ли закрыть туалеты? Ну, зачем издеваться над людьми? Wieso sollen wir die Menschen quälen? Ведь не всех это касается, касается всех, кто в зале сидит. Weil wir sperren dann auch für alle, die hier im Raum sitzen. Так, теперь... So, wir gehen jetzt zu einem Sonderfall. Wo sind Ihre Allergene? Sie können aufstehen. Sie haben noch mehrere Allergien. Möchten Sie sagen, gegen was? Also, auch Hülsenfrüchte. Hülsenfrüchte, Soja, Fruchtzucker. Er sagt immer sehr gut. Füße zusammen. Es gibt ein schönes Feld für die Arbeit. Man muss nicht ausziehen. Aber vielleicht möchten Sie so, ja? Die Füße zusammen. Mhm. Wählen Sie jetzt einen Punkt in diesem Raum, was ein bisschen höher ist als die Augenhöhe. Leicht nach oben. Und haben Sie den Punkt? Und zählen Sie jetzt bitte bis 7 selber und bei 7 schließen Sie die Augen. Ich habe schon so viel erzählt, das Gute über die Milch und Brot. Lisa hat schon alles gehört. Sie weiß schon alles. Und
Es bleibt nur etwas zu essen und etwas zu trinken. Und zu dem, was jetzt alles schon vorher gesprochen wurde, fügen wir dazu, weil sie noch ein paar andere Allergien hat, wir fügen dazu bei, dass Obst, ja, ganze Obst hat Fruchtzucker. Ab diesem Moment, ihr Immunsystem arbeitet so, dass alle Nahrungsmittel, die man hat, alle Nahrungsmittel sind für den Körper wichtig, heilend und nützlich. Und diese alle Nahrungsmittel geben dir eine richtige Verbindung zu der Umwelt. Und diese Nahrungsmittel werden alle zerstörte Verbindungen im Körper aufbauen. Hier arbeitet nicht nur das Bewusstsein. Hier arbeitet auch unsere Seele und unser Geist mit. Alles hilft dem Körper. Deswegen, wenn Sie etwas essen werden, egal was, es wird nur die positiven Reaktionen aufrufen. Und ab diesem Moment, Lisa, Sie bekommen jetzt in die Hand Milch. Milch ist sehr gesund und angenehm. Halten. Und jetzt können Sie trinken diese Milch. Die Milch ist sehr angenehm. Und ganz gut und leicht fließt entlang von Speiseröhren, geht in den Darmbereich und bringt nur die positiven Informationen. Und jetzt das Brot. Essen Sie bitte das Brot. Das Brot, die Histamine, was im Brot vorhanden sind, sind wichtig für den Körper. Das braucht der Körper. Das nimmt der Körper mit Freude ganz leicht und sehr gut an. Schmeckt? Ich habe auch schon Hunger bekommen, das mitzuessen. Essen Sie, essen Sie. Sie haben sicher noch kein Mittagessen gehabt. Das sieht er, ja, wenig gegessen. Ja, er kann doch jetzt nicht letztes Stück von Ihnen abnehmen. Lieber gibt er dann alles Ihnen. Schmeckt? Ab diesem Moment die Körperreaktion und alles, was wir gesprochen haben, ist auf der Energieinformationsfelder vom Körper und vom Gehirn aufgeschrieben ist, auf der Ebene des Bewusstseins und Unterbewusstseins. Und das arbeitet permanent und das ist die Stütze für das Wissen, was im Körper vorhanden ist. Ich werde bis drei zählen, bei drei bitte die Augen öffnen. Eins, zwei, drei. Schütteln bitte die Hände, man kann springen. So, Lisa, wie fühlen Sie sich? Waren Sie voll da, voll bewusst da? Alles Gute für die Zukunft. Manchmal braucht man ein paar Sitzungen, wenn jemand sowas noch spürt oder Lisa, man kann in der Pause noch einmal zu dem Herrn Bojchenko kommen und nachschleifen oder am Ende des Tages, wenn jemand noch die Reste spürt von den allergischen Reaktionen. Дело в том, что я учу людей, чтобы они не зависели ни от кого, ни от меня, ни от лекарств, чтобы люди сами себе помогали. Это очень главное. Главные такие знания и важные остаются на всю жизнь. Meine Aufgabe, die Leute frei zu machen. Ich möchte, dass die Menschen aus der Abhängigkeit rauskommen, dass die nicht abhängig sind von mir, dass die nicht abhängig sind von den anderen und nicht abhängig sind von irgendwelchen Nahrungsmitteln oder irgendwas in diesem Leben. Чтобы не думали, что я вот такой.
Und ich bringe das jedem Mensch bei, dass jeder Mensch das selbst bei sich machen kann, für sich selbst und für die andere. Und bitte nicht denken, dass ich irgendwelche... Чтобы не думали, что вот я такой целитель, а у них ничего нет. В каждом человеке это есть. Каждый человек заложен. Bitte nicht denken, ich bin so ein Heiler-Guru hier und die anderen können das nicht, das kann jeder. Вот. Поэтому, если говорить о том, что многие вещи, они довольно-таки интересны, удивительны, то, работая, например, с людьми, ведь и познаешь и себя, и окружающий мир. Es ist auch noch zu bemerken, wenn ich mit den Menschen arbeite, das ist so wunderbar, weil alle Menschen sind so individuell und man lernt immer was dabei. Вот я же не занимаюсь целительством, я включаю механизмы саморегуляции. Ich bin in Wirklichkeit kein Heiler. Ich schalte nur die Mechanismen der Selbstregulation im Körper ein. У человека просто не хватает энергии, знаний, может, каких-то не хватает. Manche vielleicht haben das Wissen nicht. Bei den anderen fehlt vielleicht die Energie, um das einzuschalten. Ну вот следующий метод, который я покажу, тоже такая практика. Und ich kann noch eine andere Methode, eine andere Praxis vorführen. Это бескровные операции. Das sind die blutlose Operationen. Ну вот я руками работаю. Ну, ich arbeite mit meinen Händen, вот. Ohne Skalpel und когда, ohne Handschuhe. Ну я так натренировался, так работаю давно с энергетикой. Ich arbeite schon so lange mit Energien. Что если я вот беру, например, провожу пальцем по телу в районе желудка, да? Wenn ich mit meinem Finger arbeite und zum Beispiel arbeite an dem Magen. И потом делают снимок, то след от пальца остается на желудке. Ну, und wenn diese Person später zum Beispiel ein Ultraschallbild macht, man kann im Ultraschall auch Schnitt oder Narbe sehen von meinem Finger. Причем, когда идет обучение, und während den Seminaren, я не просто вам рассказываю вот такие вот, ну, как бы теории. Ich erzähle nicht einfach die Theorie. Я каждого человека, кто на занятиях у меня присутствует. Ich bringe jedem Seminarteilnehmer bei. Каждого человека обучаю, то есть передаю навыки. Ich gebe jedem Teilnehmer die Erfahrung rüber. Ich initiiere die Person. И нет людей, которых нельзя научить. Und es gibt keinen Mensch auf dieser Welt, der nicht lernfähig ist. То есть все люди обучаются, все люди применяют тут же эти методы. Jeder Mensch kann lernen, die Methode anwenden. Поэтому я благодарен вот слушателям, которые здесь присутствуют. Они приходят и рассказывают, как они помогли одному, второму, как себе помогли. Und ich самый bin sehr dankbar meinen Teilnehmern, wenn die dann sich melden und erzählen, wie sie dann einem oder dem anderen geholfen haben. Я покажу вам несколько таких приемов. Ich werde ein paar Techniken zeigen. Которым я тоже вот обучаю тех, кто приходит на трансовую медицину. Bei meinem Seminar Transmedizin jedem beibringe. И мне нужно... Выбираем, что ли? У нас время? Das heißt 5 минут? Сколько у нас времени есть? Wir haben später angefangen. Wir haben viel später angefangen, 20 Minuten. So, wir sind jetzt über die Zeit. Тогда 5 минут. Wir haben 10 vor angefangen. Не, ну я тогда расскажу еще немножко, буквально 2 минуты, и мы хоть в 5 минут уложимся. Это не проблема. Одному хотя бы пореже. Да-да-да. Meine Damen und Herren, Verzeihung. Wir haben begrenzte Zeit. Wir müssen jetzt einfach sehen, wie wir damit umgehen. Mein Vorschlag ist, aber ich möchte das mit Ihnen abstimmen, dass wir gewissermaßen aus der Not, die uns leider getroffen hat, vielleicht erinnern Sie sich, was ich Ihnen zu Beginn gesagt habe, eine Tugend machen. Da eine Referentin ausgefallen ist heute, wir zwar Gott sei Dank einen Ersatz haben, einen ihrer Schüler, der freundlicherweise eine Einführung übernimmt, aber ich davon ausgehe, dass das natürlich nicht so sehr in die Tiefe gehen wird,
können wir, wenn Sie damit einverstanden sind, jetzt einfach das Risiko eingehen, wir spielen ein bisschen mit der Zeit und sind ein wenig großzügig und gehen davon aus, dass, weil es ja nun auch letzten Endes überfallartig über unseren Ersatzreferenten kam, er vielleicht auch ganz froh ist, wenn er nicht eine ganze Stunde füllen muss. Also, sind Sie damit einverstanden? Herr Boitschenka sagt, er braucht nur 5 Minuten und schneidet jetzt nicht ein paar Leute, sondern nur einen. Хорошо. Я еще немножко скажу вот про одну практику, которая у меня есть. Это зал гравитационной гимнастики самодума. Да-да-да, сейчас я скажу. Да. Und wenn es jetzt nur 2 Minuten Theorie geblieben sind oder gegeben sind für das Theoretische, noch 2 Wörter zu dem Gravitationsgymnastik-Saal, Gravitationstraining. Специальное энергетическое поле установлено, в которое поднимаются очень большие веса. Das ist ein Raum, wo ein bestimmtes Energiemuster aufgebaut ist, ein bestimmtes Feld. Es gibt weltweit nur 3 Räume mit dieser Energie, einmal in Amerika und 2-mal in Russland. Gravitationstraining, die Menschen, die zum Training kommen in diesen Raum, die können mehr als 1000 Kilogramm hochheben. Kinder und Frauen auch. При этом меняется сознание, вибрация, энергоемкость клетки. Und dabei passiert eine Veränderung auf der Bewusstseinsebene in der Zelle. Das heißt, Energieaufnahme der Zelle wird verändert. Und die Energetik in diesem Raum führt in den Zustand, dass die Zelle funktioniert auf allen Ebenen. Die kann das komplette Spektrum der Energie aufnehmen können, was bei uns leider blockiert ist. Und als Nebeneffekt passiert eine Stärkung von Knochen, wird die Funktion von der, vom Thymus aufgebaut. Und у женщин вырабатывается больше эстрогена, у мужчин тестостерон. Und passiert auch eine Endokrinsystemnormalisierung, das heißt, die Frauen bekommen mehr weibliche Hormone und die Männer die männlichen. После занятий, чем вы больше вес подняли, тем больше легкость в организме. Und je größer die Gewichte sind, je höher oder je größer die Zahl, die der Mensch heben kann, desto leichter fühlt man sich nach diesem Training. Причем занятие проходит раз в 2 недели, всего 1-1.5 часа. Trainieren soll man nicht öfters als einmal in 14 Tagen. Но, к сожалению, в Европе нет таких залов. Но если кому интересно, подойдете, я вам расскажу. In Europa gibt es noch solche Räume nicht, aber es gibt Fahrten nach Moskau, wo man das, dieses Training machen kann. Вот как раз летом планируется поездка и к нам в Магнитогорск, и в Аркаим, древний город, где жили протоарийцы, протоиранцы. Ein Raum steht in der Nähe von Moskau und ein Raum steht in der Stadt Magnitogorsk, wo Herr Boitschenka wohnt. Und im Sommer findet eine Arkaim-Reise statt. Vielleicht haben Sie gehört über die Stadt Arkaim, wo sind die Ur-Arien und Ur-Iranen oder Ur-Slawen gelebt haben, unsere Vorfahren, Arkaim-Stadt. Und dort gibt es auch Gravitationsraum-Saal. Dann nehme ich jetzt für die praktische Vorführung eine Person. Gibt es jemanden, der zum Beispiel Gallensteine hat oder Steine in den Nieren? Oder irgendwelche Tumor oder Zyste? Мне хватило 2 минут одному мужчине, вот это в мае месяце было. Ich hatte im Mai hier Seminare in Deutschland gehabt und ich hatte einen Teilnehmer, einen Kunde, der hatte Prostatakrebs. Ich habe 5 Minuten gebraucht, um das wegzumachen und er hat 3 Tage später ärztliche Untersuchung gehabt und alles war verschwunden. Was haben Sie? Камни в желчном? Ну, давайте выходите.
Один человек, у нас времени нет. Er nimmt jetzt nur eine Person, weil wir haben einfach keine Zeit. Это вот скоро в Мюнхене будут курсы, там 4-5-6. München, da kann jeder, der noch freies Wochenende hat, kommen. Я все это показываю. Das lernt man nächstes Wochenende beim Seminar. Так, пожалуйста, положи. Legen Sie sich bitte на спину. Am besten Schuhe ausziehen, so wie man halt auf dem Bett liegt. Kann man sehen oder sollen wir Tisch verschieben? Wohin? Посередине. Wenn der Tisch so steht, kann jeder was sehen? Wenn jemand schlägt, sieht einfach aufstehen. Das sind 2 Minuten. Können Sie Bereich von der Leber frei machen? Haut frei, genau. Die Augen schließen. Ganz einfach macht man das. Ich schaue mit meinen Händen, wo ungefähr die Steine sind. Und mache mit meinem Finger, mit Fingernägeln, einen Schnitt. Spüren Sie? Er fragt Sie, spüren Sie den Schnitt? Noch ein bisschen, jetzt muss er zu der Galle kommen. Und jetzt bewege ich die Gewebe, damit ich auf die Steine komme. Und ich greife jetzt die Steine an, hole die raus. Noch einmal. Und noch ein bisschen. So, was ist Ihr Gefühl? Sind alle Steine weg oder ist noch ein bisschen was da? Dann muss man noch ein bisschen nacharbeiten. Wie ist jetzt? Ist jetzt alles weg? Ihr Gefühl. Spüren Sie rein. Könnte noch was sein, dann macht er noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Fertig? Alles weg? Es ist nichts mehr geblieben. Und jetzt nähe oder verklebe ich alles zusammen. Und dann schaue die Narbe, ist es alles glatt? Die Naht? Wie heißen Sie? Ute. So, Ute, fertig. Das war's. Спасибо, Ute. Vielen Dank. Значит, здесь очень просто все. Hier ist alles ganz einfach. Я, конечно, много чего умею, но человек-то больше умеет. Я могу много чего, но... Но человек больше умеет, чем даже я. Ein Mensch kann viel, viel mehr, als ich jetzt gezeigt habe. На самом деле, это тоже включение механизма саморегуляции. In Wirklichkeit, ich habe jetzt nur die Selbstregulationsmechanismen eingeschaltet. Когда мозг мгновенно может растворить любую опухоль. Wenn das eingeschaltet ist, kann unser Gehirn, unser Gehirn ist imstande, beliebige Geschwulst oder Tumor entweder auflösen
oder umgekehrt etwas Fehlendes nachregenerieren. Herr Botchenko fragt Sie, wie fühlen Sie sich, Ute? Wie fühlen Sie sich jetzt? Ja, aber das war eine Operation. Ja, wenn jemand Galli-Operation hat, er muss auch ein paar Tage liegen. Nach der Operation gehört eine Erholung. Und für Sie 5 Minuten Erholung ist ausreichend. Aber Sie haben jetzt keine Narkose gehabt, keine Nebenwirkungen von der Narkose, kein Blutverlust. Alles super. Machen Sie einfach nach einer bestimmten Zeit Ultraschalluntersuchung. Circa in einem Monat. In einem Monat und dann schreiben Sie mir bitte. Schreiben Sie an Orania Zentrum und wir leiten das weiter. Ich kann jetzt in einer Stunde nicht alles erzählen, es ist unmöglich. Deswegen, wenn jemand Interesse hat, lernen Sie das einfach tiefer. Für nächstes Jahr sind die Seminare in ganz Europa geplant, Deutschland, Schweiz, Italien, Österreich und andere Länder. Herzlich willkommen. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit.